EE hat den besten Restverteidiger im Spiel gedroppt. Mario Wiske gefällt das. Grüße gehen raus an Mario. Herzchen Smiley. Herz, Herz. What the fuck? Welcome to my club. Shut up and take my money. Okay. Ich grüße euch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Leute! Das war wahrscheinlich zu laut, ne? Sorry, bruh. Auf jeden Fall. Ich, Pato, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ich bin ja der eine da von Pato FIFA. Nö. Muss euch jemand nur auf diesem Kanal vorstellen. Ist das dein Ernst? Grüßt jetzt alle mit zusammen oder miteinander. Trommelwirbel. Meine Schmalzlocke. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Guckt euch diese Schmalzlocke an. Holy shit. Ihr könnt in den Kommentaren aussuchen, wie nennen wir diese Schmalzlocke. Entweder Ferdi, Rudi, eventuell auch Heinrich. Könnt ihr euch gerne aussuchen in den Kommentaren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir grüßen euch. Eben, freut mich, dass du da hinten, vielleicht auch du. Du musst mir jetzt sagen, wie guckst du gerade dieses Video? Guckst du dieses Video gerade im Bett ohne Socken? Kann das sein? Kann das sein? Ich schwöre, ich hab dich ertippt. Ich sehe dich, ja? Ich sehe dich, Bruder. Auf jeden Fall, hier ist gerade noch mein United-Team. Ich möchte euch noch eines sagen. Morgen kommt das Spiel gegen No Hand Gaming. Das ist quasi meine Entscheidung fürs Weiterkommen. Auch für Benji geht's eigentlich noch um alles. Also, morgen United Gruppenspiel 2. Dann haben wir dieses Thema auch abgehakt. Mal meine Whiteboard, das steht gerade zu weit weg. Machen wir einen imaginären Haken. Apropos Haken, ich hoffe, dass ihr mir endlich diesen Verifizierungshaken auf YouTube gönnt, meine Freunde. Bitte abonniert meinen Kanal. Es fehlen nicht mehr allzu viele. Ja gut, 30.000 ist immer noch viel. Aber wenn ihr mich supporten möchtet, gebt einfach einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Road to Verifizierung. Ja, gut. Es tut mir sehr, sehr leid, dass das Intro jetzt so lange gedauert hat. Ja. Mein Controller funktioniert auch nicht. Jetzt funktioniert er wieder. Grüße dich. Auf jeden Fall, meine Besten. Um wen geht es heute? Holy shit, im Titel ist das schon zu sehen. Haut EA einfach Rückblick Dani Alves raus. Der Daniel. Der nicht Daniel heißt, aber Dani Alves, wie krank sieht diese Karte bitte aus? Der erinnert mich teilweise an Cancelo, was eben Physik angeht und das Tempo. Ich glaube aber, dass Dani Alves hochgeringe Arbeitsrate haben wird. Aber mal gucken. Wir machen den, ich habe noch kein In-Game-Stat so von ihm gesehen. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz. So habe ich das Ganze quasi abgeschlossen. Made by Footbin auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist eine ziemlich günstige Lösung. Kostet circa, also beide zusammen, 250k. Ich gehe mit euch die Preise durch. 12 Erstbesitzer. Ja, 40k, ein bisschen mehr als 40k müsst ihr da schon noch hinblättern. 5, 4, 2, 5, 18,5, 5, 3, 4, 4, 9, 2, 7, 8, 4, 1, 4. Das ist schon mal die erste Challenge von 2. Also, Dani Alves wird safe in mein Team eingebaut. Da haben wir noch ein paar Packs vorbereitet. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Icon ziehen. Ja, die letzte Icon ist schon etwas länger her. So, Leute, jetzt konnte ich den Fehl ausbaden. Ich habe irgendwie Jimenez noch nicht gekauft gehabt. Aber das ist die Challenge Nummer 2. Brasilien 1 Spieler, Team of the Week 1 Spieler. 86 Bewertung, 80 Chemie. Rakitic 22k Erstbesitzer, da muss ich auch einer sagen, da gibt es den Spanier, ich glaube Manu heißt der. Der ist auf jeden Fall günstiger als Batshuayi. Ich glaube, den habe ich für 18 oder 19k gesehen. Batshuayi, wie gesagt, kostet ein bisschen mehr. Ich muss euch aber eines sagen, ja, ich habe gerade keine Lust, den zu kaufen. Batshuayi habe ich noch dreimal auf meiner Transferliste, von daher keine Probleme für Bisse Bato, weil momentan Bate fließt ein bisschen, 3,4 Millionen, also alles gut in der Welt für de Bato. Vasquez Erstbesitzer, kann aber nicht allzu viel kosten, 1,6 Panega, 1,9 Trigueros. Erstbesitzer, kann ich mir aber auch so 4-5k vorstellen, 1,8 Erstbesitzer, der wird wahrscheinlich ein bisschen was kosten, ne? Ja, mit so 55-60k muss man rechnen, 9.100 Erstbesitzer, aber der ist Billo und 42.000 Oblak, der jetzt aber wieder über 10k mehr kostet. Ich habe am Black Friday in meinem Stream habe ich ein bisschen eingekauft, weil ich genau weiß, dass die steigen werden. Ich hoffe, viele von euch werden das auch gemacht haben. Hast du es gemacht? Ja, komm, erzähl mir das. Erzähl mir, hast du ein bisschen investiert? Sei aber ehrlich. Komm, schreib in die Kommentare. Aber vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben, gell? Auf jeden Fall! Hier ist er! Oh! Aber warten wir ganz kurz, bis Controller sagt, diese
Anzeige weg, gehst du weg da, ich will diese eine Ding. Ja, hör mal, sag mal. Ja, ich weiß eh, keine Akku. Muss man nur einen Controller kaufen, Leute. Oh, gibst du wieder Akku, ist das nicht schön? Leute, er will mich flachsen. Locke und ich, uns gefällt das nicht. So, Rückblick Alves haben wir absolviert. Da ist er. Ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Ingame-Stats. Und da ist die Berg-Animation. Oh Gott! Oh mein Gott, wer könnte das sein, Leute? Wer könnte... Brasilien! Rechter Flügel! Oh, rechter Verteidiger! Patrilia! Auf jeden Fall Daniel Alves. Oh mein Gott, seine Karte sieht sehr, sehr fresh aus. Aber wie gesagt, ich glaube, er wird hochgering Arbeitsrate haben. 75 Physical ist echt eigentlich meiner Meinung nach gar kein Problem. Ich spiele Cancelo in meinem United-Team. 75 Physical haben die eigentlich gleich. Gibst du mir Controller-Akku? So, da schauen wir mal. Ja, hochgering Arbeitsrate, 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, das ist schon mal gut. 1,72. Also ich muss sagen, ich glaube, so stark wird er jetzt nicht sein. Ausdauer auch nur 84 für einen Außenverteidiger, aber 90 Sprungkraft, 88 Aggressivität. Okay, Leute, so schlecht ist das doch nicht, ne? Also ich finde, Abfangen 88, Manndeckung okay, faire Zweikämpfe und Grätsche sind geil. Beweglichkeit, Balance, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde den auf jeden Fall jetzt mal in mein Team reingeben. Und ich muss euch eines sagen, mein United, meine letzte Folge, kam ja eigentlich last minute, auf die Sekunde. Ich musste an dem Tag arbeiten, als die Aufnahme war. Und ich habe extra noch ein bisschen länger zugewartet, weil nämlich schon in dieser Black Friday Woche, beziehungsweise in diesem Wochenende, wo die letzte Folge von United kam, da war schon das Gerücht, dass Daniel Alves kommen könnte. Und ja, wie gesagt, deswegen habe ich etwas länger zugewartet, weil das wäre safe mein Spieler gewesen. Aber ist es leider nicht geworden. Cancelo ist aber auch ein sehr, 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 sehr guter Spieler. Also ich bin auf jeden Fall vollends zufrieden mit Cancelo. Aber jetzt schauen wir nochmal mein Main Team. Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Main Team aussieht. Ah, okay. Ja gut, pay to win würde ich mal sagen, aber aufgrund dessen, dass kein Thema momentan in meinem United-Team drinnen ist, spiele ich dieses Team nicht, weil ich die ganze Zeit, weil sonst die ganze Zeit kein T-Position-Change gehen müsste. Alter Leute, warum rede ich heute so viel? Also es tut mir echt leid, ne? Auf jeden Fall hier, den geben wir, ich würde mal meinen, wir geben den Anchor. Ja, wir geben den Anchor auf jeden Fall. Wenn ich einen hätte, auf jeden Fall. Ja, ich werde den Anchor geben. Sieht ziemlich fresh aus, aber auch mit Juan Fran eigentlich. Sehr, sehr gut. Also Juan Fran 431. Ist halt mit der hochgeringen Arbeitsrate jetzt wahrscheinlich ein bisschen Struggle. Aber ist egal. Das Team steht erstmal. Aber wir haben noch ein paar Packs in der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch einen Walkout ziehen. Das wäre mega, mega gut. Ich denke, ja, ich glaube, ich lasse es eigentlich nur, wenn etwas Gutes gezogen wird, ne? Also, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, das schau her. Ja, das ist schon mal schlecht. Ich muss euch noch einer sagen, Leute. Wie macht man am schnellsten 300.000 Verlust? Ronaldo, ich habe den 2 Tage gehabt. Er hat mir nicht gefallen, wieder verkauft. Für 3,2 Millionen hatte ich ihn gekauft. Also, wenn ich meine mathematischen United-Kenntnisse noch in der Kopf habe, dann sind das ca. 300.000. Keine Ahnung. Ich will aber nicht mehr darüber nachdenken, Leute. Vergessen wir das Ganze. Oh, keine Walkout im Prime Goldspieler-Set. Das ist aber bitter. Nicht mal eine Tafel. Gaitan. Gay! Also Leute, die Packs waren Schrott, muss man schon sagen, aber da nehme ich euch mal mit, vielleicht wird das ein Walkout, hoffen wir mal, schauen wir mal. Oh, tatsächlich Leute, oh mein Gott, wer könnte denn das sein? Oh, das ist Pjanic, egal, Walkout, zu krass so, immer so dieses, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall Walkout. Pjanic, grüße dich. Alter, das war jetzt gar nicht erwartet. Also ich habe jetzt alle Packs geöffnet. Da war wirklich Schrott, Schrott und nochmal Schrott drinnen. Hier ist Pjanic, Savic, den braucht man auch für die SBC. Aber Leute, jetzt mal kurz zu einer Frage. Und zwar, findet ihr, ich werde das auch in den Titel reingeben, findet ihr, dass Daniel Alves, dass diese SBC-Karte jetzt der beste Rechtsverteidiger im Spiel ist? Oder wenn nicht, also wenn nein, wer ist eurer Meinung nach der beste Rechtsverteidiger im FIFA 19 aktuell? Also TOTS und Team of the Year sind ja noch nicht raus. Also da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt auf jeden Fall meinen Lock einen Namen, meine Besten. Morgen kommt United. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, Road to Verifizierung. Abonniert gerne meinen Kanal. Hat mich gefreut. Ich muss jetzt aufs Klo. Dann wird das Video geschnitten. Ciao.